Liebe Zuschauer, heute der dritte Teil von unserer Serie Buchvorstellung aus meiner Bibliothek. Jetzt ganz schnell am Anfang etwas Technisches, wer Interesse daran hat. Ich nehme diesmal den Ton mit einem kleinen Lavalier-Mikrofon auf. Ich hoffe, Sie können es sehen hier im Hintergrund. Sonst nehme ich es mal schnell ab. Das kleine Mikrofon, das ist von Rode. In einer weiteren Sendung werde ich mir genauer vorstellen, welche Mikrofone ich verwende. Und dann können Sie selber beurteilen, was Sie als gut empfinden. Die letzten zwei Mal hatte ich aufgezeichnet mit dem Sennheiser, einem kleinen Richtmikrofon. Ging eigentlich auch ganz gut, wenn der Raum sonst ruhig ist. Aber ich hatte einen gewissen Hall drin, ist mir aufgefallen. Heute probiere ich es mal mit dem Rode. Heute komme ich mal dazu, da ich ja aufgrund, Sie sehen, dass ich Brillenträger bin und so jung bin ich auch nicht mehr. Manchmal fällt mir das Lesen halt schon schwer bei schlechten Lichtverhältnissen. Dann hatte ich mir einfach mal so ein kleines Reader gekauft, das ist von Tolino. Ich war sehr zufrieden, da kam ein bisschen an. Gut, es gibt die Kindle recht bekannt, es gibt diesen Tolino. Ich hatte mir diesen Tolino besorgt, schon aus dem Gefühl heraus, Amazon die große Macht, will ich nicht immer. Aber natürlich ist es dann eines, ich kann Ihnen dann die Bücher so schlecht vorführen, habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ein bisschen ändere ich es wieder ab, weil es doch schön ein Buch in der Hand zu haben. Aber muss jeder selber wissen, von der praktischen Seite gibt es nichts Praktisches. Man hat halt immer viele Bücher dabei und man kann auch mal wechseln zwischen Literatur und man kann was Anmerkungen sich selber zuschreiben, auch Lesezeichen setzen. Ist eine feine Sache. Der kleine Fred neben mir, warum der neben mir steht, eine ganz simple Erklärung. Da ich mich jetzt selber filme und mir eventuell die Schärfe wegläuft, habe ich die Schärfe auf manuell umgestellt und auf den kleinen Fred neben mir eingestellt, damit ich weiß, in welchem Bereich es eben scharf ist. So, zum ersten Buch. Und das Gerechtigkeitsbuch, ganz süß, hatte ich ihn letztes Mal schon vorgestellt gehabt. Also ich überspringe es an sich. Ich hatte es mir auch als EPUB bestellt, weil es doch eine Literatur ist, die man nicht einfach einmal liest und wieder weg ist, sondern öfters mal nachlesen möchte, was, bis man es besser verarbeitet hat. Und daher habe ich es eigentlich in zwei Formen. Ich habe es als E-Book und einmal als normales Buch. Da gab es das Buch Der Crash ist die Lösung. Dieses Buch hatte ich mir auch mal besorgt, warum der finale Kollaps kommt und wie Sie Ihr Vermögen retten. Sie sehen, von dieser Art von Literatur habe ich wirklich sehr viel, weil ich eigentlich mich einarbeiten wollte in das Thema an sich. Ich fing eigentlich schon an mit einfacher Literatur, in Anführungszeichen einfacher, um mich halt heranzuführen selber, auch mal angenehme Lesentexte haben, bis man dann eben ins Genauere eingeht. Zu dem Buch Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie Sie Ihr Vermögen retten. Geschrieben wurde es von zwei Ökonomen, die auch auftreten. Dieses Buch ist, sagen wir mal, nicht auf einem sehr hohen Niveau, aber es ist doch das Niveau, was schon etwas tiefgründig ist, aber kein Fachbuch, um es mal so auszudrücken. Was die Autoren schon machen, sie wiederholen nochmal alles, was eigentlich bekannt ist, wenn man mehrere Bücher liest, es einigen sich dann schon viele auf eine gewisse Beschreibung der Krise, in der wir immer noch drinstecken, auch wenn sie es momentan nicht so bemerken, was sagen wir so schön immer, solange die Sonne scheint, ihr Hund bellt und ihre Kinder zur Schule gehen, merken viele Menschen nicht, was eigentlich um sie sich herum zusammenbraut. Sie geben wohl eins, die Autoren, sie geben am Schluss auch ein paar Tipps, wie man sich eventuell retten kann. Sie sprechen die ganzen Themen an, von Gold, Immobilien, wie Bargeld sollte man halten und so weiter. So, jetzt gehe ich zum nächsten Buch über. Dieses Buch fand ich sehr, sehr gut eigentlich. Sie haben ja bei der letzten Sendung mitbekommen von dem Begriff der österreichischen Schule. Und dieses wieder von den Verfasser ist der Herr Rahim, den Namen kann ich nach und allein nicht aussprechen, ich sage halt Herr Rahim, Ronald Stöferle und Mark Falleck, und zwar Österreichische Schule für Anleger. Ich lese Ihnen zu dem Buch mal einige einführende Sätze vor, wie es in Amazon drinsteht. Ich glaube, das reicht eigentlich. Auf den Finanzmärkten scheint der Wahnsinn zu regieren und auch viele Anleger werden von Wahn und Angst getrieben. Könnte alles falsch sein, was Sie über Vermögensanlage zu wissen glauben? Die Ansätze der österreichischen Schule bieten eine nötige Abendpause für Anleger, die in inflationären Hamsterrädern gefangen sind. Konventionelle Anlageexperten übersehen oft wirtschaftliche Entwicklungen, die zur Gefahr für den Mainstream-Investor werden können. Die österreichische Schule der Ökonomie hingegen hat sich als unabhängiger Ansatz jenseits der Interessen von Politik und Banken bewährt.
die Autoren in der Österreich-Schule also nicht nur her von der reinen Theorie her, die ja immer versucht, die menschlichen Zusammenhänge zu erkennen in der Wirtschaft, weg von der Mathematik, sondern auf den einzelnen Menschen runterzubrechen, weil jeder Mensch nur einmal ein wirkliches Individuum ist und eben nicht steuerbar ist, wie sich mancher Mächtige wünscht. Aber sie gehen mal ein in dem Buch auch, was heißt die Österreich-Schule auch in der praktischen Seite her, wie kann man sein Geld anlegen und so fort und so weiter. Also ist ein Buch, was für Anleger oder Leute, die ihr Geld eigentlich behalten wollen, oder sagen wir nicht Geld, sondern also ihr Vermögen erhalten wollen, auch für die nächsten Generationen, auch für sich, fürs Alter. Auf jeden Fall eine weitere Sichtweise, die sich auf jeden Fall lohnt zu lesen. Und eins garantiere ich Ihnen, wenn Sie sich mit der Österreich-Schule mal etwas näher befassen, Ihr Denken wird in manchen Dingen sich einfach grundlegend ändern. Ein weiteres Buch von unserem Carlos Gebauer. Carlos Gebauer schreibt Rettet Europa vor der EU, wie ein Traum an der Gier und Macht zerbricht. Carlos A. Gebauer hat ja Philosophie und Jura studiert. Jura, merkt man ihm an, ist eine Lebensaufgabe für ihn. Er befasst sich auch sehr viel damit, er denkt auch in Ruhe nach, hat sehr, sehr gute Argumentationsketten, ist sehr, sehr fleißig. Er geht also die ganze Sache der EU von der rechtlichen Seite her an. Und es ist erschreckend, wenn man es eigentlich so nachliest. Aber Unwissenheit macht zwar manchmal ein bisschen vielleicht glücklicher oder sorgloser, aber es wäre schon gut, wenn mehr Menschen sich mit der Thematik etwas tiefer auseinandersetzen. Also ganz wichtig, hier ist nicht der Euro so im Vordergrund, jetzt mal so, sondern geht es um Europa, welche rechtlichen Dinge sind, was fragwürdig ist. Und Sie erleben es ja momentan am eigenen täglichen Fernsehprogramm oder Nachrichten, wo Sie sich halt informieren. Jetzt ganz aktuell, jetzt wird auf Polen losgegangen, es klingt der Herr Kommissar Oettinger, sagt, wir müssen eventuell die unter Aufsicht stellen. Also es wird schon etwas kritisch und abwarten, wie es ausgeht. Hoffentlich geht alles gut aus und unser Frieden und der Wohlstand wird hoffentlich noch etwas erhalten für die breite Masse und nicht nur für einzelne Gruppen. Jetzt das nächste Buch, was ich Ihnen vorstellen möchte, da ist der Autor, der Herr Barkus, Philipp Barkus mit, der ja das Buch auch übersetzt hatte von Herrn De Soto, was ich in einem der vorigen Filmbeiträge Ihnen gezeigt hatte. Und zwar das Buch ist von Andreas Marquardt und Philipp Barkus, warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden und welche Rolle der Staat und unser Papiergeld dabei spielen. Und wenn Sie nach die andere Literatur, die ich Ihnen empfohlen habe, nicht alle Bücher, aber vielleicht einzelne gelesen haben sich oder sich bereits schon selbst informiert haben, dann werden Sie mal merken, irgendwo sind Lücken, irgendwas fehlt an der ganzen Angelegenheit. Und woran liegt es denn jetzt eigentlich wirklich? Und was ist eigentlich der wahre Grund, dass wir so eine Vermögensverschiebung haben? Lesen Sie dieses Buch, das wird Ihnen viel aussagen, es sagt auch wirklich viel aus, warum eben Vermögen verschoben werden. Letztlich ist es immer das liebe Geld, um es so auszudrücken. Der Staatsmonopol vom Geld und nur einen Satz dazu gesagt, der zuerst ans frische Geld kommt, der zieht die Vorteile. Wer am Ende rankommt ans frische Geld, hat keine Vorteile, aber wird mit belastet, letztlich, dass man ihm Dinge wegnimmt oder ihm halt einfach nicht mehr überlässt. Und wenn ich nur ein kleines Beispiel sage, dass eben wenn heute durch die Angst der Inflation, ob sie berechtigt, unberechtigt ist, lassen es dahingestellt sein, die Immobilienpreise in Berlin um 30% steigen, dann bedeutet schlicht und ergreifend eins, dass alle, die bereits schon besitzen, einfach einen riesigen Vermögenszuwachs haben und die Menschen, die durch Fleiß, durch Arbeit sich eine Immobilie schaffen möchten oder sie einfach sagen, ich habe zu hohe Mietpreise, die jetzt auch noch verdrängt werden in den Wohnungen, weil der Staat als Mieter auftritt für die ganzen neuen Zuzüge, dem kommt es jetzt einfach 30% teurer und er muss frisches Geld aufnehmen, was frisch geschöpft wird. Aber jetzt halte ich Ihnen das Buch ja nicht den Vortrag draus. Lesen Sie es und glauben Sie mir, Ihre Erkenntnis wird einfach größer und Ihre Ansicht zu manchen Dingen wird sich auch noch ändern. Jetzt ein ganz wichtiges Buch in dem ganzen Zusammenhang von Thomas Mayer und zwar Die neue Ordnung des Geldes. Warum wir eine Geldreform brauchen. Thomas Mayer
ist ja recht bekannt eigentlich als ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Sie finden auch im Internet, wenn Sie mal YouTube haben, finden Sie auch einige Vorträge von ihm. Ein Mann aus der Praxis mit sehr hohem Fachwissen, der sich auch in seinem Alter jetzt vielleicht um die 50, ich weiß es nicht genau wann exakt, sich sogar nochmal in die Schulbank setzte, auch versuchte weiterzulernen. Er hatte so einen schönen Satz benutzt, der Herr Mayer, so ähnlich geht es ja mir, ich komme ja eigentlich auch aus der Branche mit Finanzen. Wenn Sie Flugzeugingenieur, ist nicht von mir, also ist jetzt vom Herrn Thomas Mayer, den Vergleich fand ich eigentlich herrlich. Wenn Sie als Flugzeugingenieur immer Flugzeuge planen und weiterentwickeln fällt man Flugzeug runter alle 5 Jahre mal eins, gut, dann denkt man sich, ist alles in Ordnung. Nur wenn plötzlich viele Flugzeuge vom Himmel fallen und man merkt, es stimmt am System was nicht, dann sollte man sich Gedanken machen, dass irgendetwas im System nicht stimmt. Und das hat Herr Mayer wirklich ganz fantastisch gemacht. Er nimmt sich der Sache an, macht sich wirklich Gedanken drüber und bietet auch Lösungsvorschläge an. Er erklärt auch noch einmal, was Geld ist, wie Geld gesehen wird, welche Möglichkeiten es gäbe. Ich will nicht alles verraten, so will ich nur die Spannung nicht nehmen, aber so im Gegensatz, dass manche im Sack Geldmenge sollte man begrenzen eben durch eine Goldbindung, geht Herr Mayer davon aus, dass er dem Staat doch noch etwas traut und sagt, gut, wir müssen halt unterscheiden zwischen Kreditgeld und dem Spargeld. In der Art hat er auch recht, wenn wir heute, das fiel mir mal als gerne Randbemerkung mal ein, und zwar Herr Weigel war mal in irgendeiner Talkshow und dann fragte man ihn zum Kosten der deutschen Einheit. Und Herr Weigel als ehemaliger Finanzminister, ja gerade in der Zeit, wo es damals losging und wo dann schon Riesensummen plötzlich im Raum standen, sagte irgendwann so lapidar, das war ja nur Notenbankgeld. Und da wurde mir es eigentlich recht klar bewusst, dass die Politiker, sagen wir, die in diesen Positionen sitzen, scheinbar auch zwei Formen von Geld eben unterscheiden. Notenbankgeld hat er es bezeichnet. Wir sagen eben Schöpfung aus dem Nichts. Und hier steckt es ja gerade daran, dass diese Schöpfung aus dem Nichts eben die Banken bei uns alles Privileg haben, eben aus dem Nichts zu schöpfen und noch für das, was sie aus dem Nichts geschöpft haben, dann sich Sachwerte übertragen lassen. Und sie müssen Zinsen bezahlen von etwas, was vorher überhaupt nicht da war und wo andere also nie sein Geld zur Verfügung stellt. Sind Dinge, die schon eigentlich schmerzen, wenn man es mitbekommt. Aber das allerwichtigste Aussage für mich ist, wenn ich jetzt, die habe ich jetzt in 3 Sendungen Ihnen einige Bücher vorgestellt und ich erinnere Sie nochmal an den Herrn Haffner, seine Erinnerungen aus den 30er Jahren der Weltwirtschaftskrise. Wenn die breite Mitte, wenn wir von der Mitte immer sprechen, der Gesellschaft, die eigentlich sehr sparsam doch ist, die sich was schaffen möchte, die Kinder haben, die sich ein Häuschen kaufen wollen, die halt auf das Alter sparen. Wenn Sie den Menschen die Möglichkeit nehmen, auf einer sicheren Ebene Geld, und das Wort nochmal Geld ist ja nun mal das Ergebnis der Arbeit oder des Verzichts auf Waren, nicht mehr sicher sparen können und das verfällt, dann ändert sich eine Gesellschaft irgendwann sehr radikal. Und wenn die Mitte radikalisiert wird, dann ist es für unsere gesamte Gesellschaftsordnung eine sehr gefährliche Angelegenheit. Weiter möchte ich mich jetzt dazu nicht ausführen, aber die Bücher, die ich Ihnen vorstelle, geben Ihnen zumindest die Möglichkeit, und wenn Sie meine Inhaltsangaben nur drüber lesen, wenn es auf die Schnelle mal geht, dass Sie, ich habe den Bogen versucht zu schlagen, eben von den 20er, 30er Jahren her, bis über Theorien, bis sehr wertvolle Fachbücher. Auch das Gesellschaftspolitische habe ich versucht reinzubringen. Lesen Sie es mal durch und das Buch vom Herrn Thomas Mayer ist wirklich ein ganz guter Abschluss, um über Dinge weiter nachzudenken, zu beobachten und eigentlich als selbstständig denkender Mensch sollte man sich seine Meinung selber bilden, seine eigenen Quellen sich suchen. Heute ist da mit Internet eine tolle Sache. Sie haben die Möglichkeit eben, direkt an Quellen heranzutreten auch. Sie müssen nicht immer warten, bis was die Zeitung Ihnen jetzt herausfiltert, jetzt ohne der Zeitung was zu unterstellen, will ich auch nicht in keinster Weise. Die haben es auch nicht leicht. Oder vom ZDF und ARD, nochmal dieses Staatsfernsehen letztlich, was ja von unseren
Zwangsgebühren, sind nun mal Zwangsgebühren, nichts anderes, sich unterhält und sich in der Viertelstunde eben die Politik Ihnen jeden Abend vorstellt, die Nachrichten. Also machen Sie auch eines, versuchen Sie eigene Quellen sich zu erschließen. Internet gibt Ihnen viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Bundespressekonferenz, der Thilo Jung finde ich toll, der geht jeden Tag zu dieser Bundespressekonferenz, bildet sie auch komplett ab, also brauchen Sie dann keine Zeitung lesen, die darüber schreibt, Sie können sich selber anhören, wenn Sie Interesse haben. Sie können die Seiten der Bundesbank aufrufen, der EZB und so weiter. Also jetzt danke ich Ihnen mal vielmals, das war ein kleiner Ausschnitt meiner Bücher, die ich eben als EPUB-Dateien runtergeladen habe. Und ich hoffe, Ihnen gefällt es und aufgrund der Reaktion, die ich dann von Zuschauern bekomme, ob Interesse ist oder ob positiv, negativ, überlege ich mir dann, ob ich diese Form von Sendung weiter betreibe, vielleicht auch mal einzelne Bücher näher oder tiefer für Sie betrachte. Dann danke ich Ihnen vielmals für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, entweder wieder zu dieser Form der Sendung oder zu einer anderen Form. Dankeschön, Wiederschauen.